SWR 2 Zeitwort. Im Kölner Dom sitzen, Richtung Süden blicken zum Fassadenfenster, hoch über dem Portal, in die farbigen Gevierte aus mundgeblasenem Glas. Den Augen trauen mit der Gewissheit, dass sie getäuscht werden. Sie sehen Dinge, die nicht da sind. Irrlichter, Schattenwesen, Gestalten oder einfach nur einen sanften Nebel in Pastell, der sich auf die Lider legt. Eintauchen. Kaum wahrnehmen, dass die Langhausuhr im südlichen Seitenschiff mit ihrem historischen Uhrwerk zur vollen Stunde schlägt. Dass irgendjemand Geld spendet und eine Kerze anzündet. Dass die Putzfrau den Bischofsstuhl aus Kirschbaumholz absaugt, der am Volksaltar steht, Richtung Fenster. Das Fenster ist eine Attraktion für Gläubige und Nichtgläubige. Entworfen von einem der wichtigsten deutschen Gegenwartskünstler, Kölns Ehrenbürger Gerhard Richter. Wenn Sie früh morgens in den Dom kommen oder abends in der Dämmerung. Matthias Demel, Kunsthistoriker der Dombauhütte. Dann dominieren sehr stark die dunklen Töne, die Blautöne in der Mittagszeit. Eher die helleren Töne, bei etwas trüberem Wetter die Rottöne. 11.263 gleich große Quadrate durchziehen das gesamte Fenster. Entstanden ist der Bereich erst im 19. Jahrhundert, als der Dom fertig gebaut worden ist. Das Fassadenfenster, Neogotik, Spitzbögen, Rosette. Sandsteinstreben unterteilen die Fläche in 6 Bahnen. Da hatte man dann eine Verglasung auch aus dem 19. Jahrhundert natürlich in diesem Fenster, die aber im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Schlichtes, helles Glas dient als Zwischenlösung, bis das Domkapitel Gerhard Richter um eine würdige Alternative bittet. Gerhard Richter hat einen ganz abstrakten Entwurf vorgelegt. 25. August 2007. Das Fenster wird eingeweiht. Indem er insgesamt 72 Glasfarben ausgesucht hat, die alle so auch in den historischen Fenstern des Kölner Doms vorkommen, sodass das Fenster farblich sehr gut mit den alten Fenstern zusammenklingt. Als Vorlage dient ein Werk aus seinem Farbtafelzyklus, der Anfang der 1970er Jahre entstand. Abstrakte Gemälde, die an Musterkarten erinnern. Die Anordnung der gläsernen Farbquadrate bestimmt einen Zufallsgenerator. Er hat allerdings nicht das ganze Fenster berechnet. Wenn er das getan hätte, würde das wahrscheinlich sehr wirr vor unseren Augen flirren. Sondern er hat das Fenster beruhigt, indem er mit Spiegelungen gearbeitet hat. Gemäß der Symmetrie, die der steinerne Rahmen vorgibt, erscheinen jeweils 2 Bahnen mit identischer Farbgebung, nur seitenverkehrt. Und daher geht von dem Fenster, wenn man das betrachtet, wirklich eine sehr beruhigende Wirkung aus. Ein Spiel zwischen Zufall und Berechnung, Mystik und Mathematik, Kunst und Kult. Ein Verweis auf die Zeit, als der Dom im Bau war, nach der Grundsteinlegung Mitte des 13. Jahrhunderts. Im Domchor haben wir die ältesten Fenster. Zum Teil reine Ornamente. Sogenannte Grisaille-Fenster. Grautöne. Hergestellt in der Weise, wie rund 750 Jahre später auch Gerhard Richters Entwürfe umgesetzt werden. Kathedralglas. Geblasen, gewalzt, geschnitten. Im Mittelalter werden die einzelnen Gläser durch Bleiruten verbunden. Auch Gerhard Richter experimentiert mit Bleistegen zwischen den Quadraten. Da hat man aber dann schnell gemerkt, dass die Stege zu dominant würden bei diesen Quadraten und hat eine neue Lösung gefunden mit einer Acrylverbindung, sehr, sehr dünnen Stegen. Es gibt keine Grenze, keinen Rahmen. Farben und Licht interagieren, brechen sich, nicht zuletzt in den eingeschlossenen Luftbläschen, reagieren auf Wolken und Wind, befeuern die zig Milliarden Neuronen im Hirn, übertragen Signale, aktivieren Erinnerungen, speichern Erregungen, konstruieren Wirklichkeit. Und wir können nicht anders als schauen, staunen, der Magie erliegen.